ist weg. Was? Als sie von der Schule nicht heimkam und Jakob auch nicht wusste, wo sie ist, da habe ich bei ihrer Lehrerin angerufen. Rebecca war heute gar nicht in der Schule. Reg die nicht auf. Schon öfters mal geschwänzt. Ich kann mir auch schon vorstellen, wo sie steckt. Wo denn? Bei ihrem neuen Schwarm, dem Sohn vom Biolehrer. Heißt Werner. Hat sich einen Arm gebrochen, sitzt zu Hause und langweilt sich wahrscheinlich zu Tode. Hallo erstmal. Hallo. Du kommst wie gerufen. Kannst du mir kurz helfen? Da bin ich aber erleichtert. Wo? Zum Fenster. Ich dachte schon, es ist wegen uns. Wie kommst du darauf? Naja, vielleicht hat sie mitgekriegt, wie du mich geküsst hast. Du musst es ihr sagen, Max. Mach ich. Das sagst du schon seit über einer Woche. Okay, heute Abend gehen wir zum Italiener und dann mach ich alles klar. Ja? Sag mal, warum muss das eigentlich alles abgemessen werden, wenn es sowieso umgebaut wird? Vorschrift vom Denkmalamt. Zuerst muss eine exakte Zeichnung des historischen Gebäudes angefertigt werden. Für die Nachwelt und die Kunsthistoriker. Kann aber nicht bleiben. Ich habe die Kleine zu Sophie gebracht und die wohnt doch immer noch beim Böller. Jetzt hat auch diese Ex-Nonne noch ihr Baby bei mir gebracht. Ich sag dir, es ist der helle Wahnsinn. Mist. Nein, nicht du. Ich habe mich gerade ausgesperrt. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, aber jetzt mach mal einen Punkt, Hermann, ja? Das ist eine Auflage vom Denkmalamt. Das dauert ja nur 3 bis 4 Wochen. Ja, das können wir uns doch nachher alles erzählen im Ochsen. Und zwar in einem anderen Ton, wenn ich bitten darf. Ende. Sie wünschen bitte? Ich will da rein. Ah, seien Sie doch nicht so humorlos. Was machen Sie eigentlich schon hier? Es ist noch nicht mal 4 Uhr. Haben Sie im Rathaus nichts mehr zu tun? Ich habe mir lediglich erlaubt, in meinem eigenen Haus nach einer Bedienungsanleitung zu suchen für unseren Multifunktionsdrucker, den Sie oder eine Ihrer Mitschwestern sicher längst in den Müll geworfen haben. Ja, was machen Sie denn da? Wir machen mal ordentlich sauber. Hier, schauen Sie mal, lauter Mäusedreck in Ihrer Besteckschublade. Das ist mein Mäusedreck, nicht der Ihrige. Herrgott, nochmal. Was hat er gesagt? Jetzt reißen Sie sich aber mal zusammen. Schwester Agnes wollte Ihnen lediglich behilflich sein. Einmal davon abgesehen, dass Ihre Hausbesetzung eigentlich gegen die Menschenrechte und gegen die Genfer Konvention verstößt. Genfer Konvention? Da sind Sie schwerhörig. Ich? Steht das sicherlich im Einklang mit den Regeln von Ihrem Orden. Aber dieser Spuk hat sowieso bald ein Ende, sobald Ihre Mutter Oberin aus Rom zurück ist. Aber von alledem abgesehen, ich habe es stillschweigend hingenommen, dass ich meine Nächte in Ihrer Hauskapelle, sprich auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer, kampierend verbracht habe. Und ich habe, zwar unter Protest, aber dann doch, meine Ess- und Trinkgewohnheiten Ihrem klösterlichen Schmalspurgeschmack angepasst. Aber irgendwann mal Schluss! Es ist mein Haus! Und es ist mein Dreck! Und wenn Sie jetzt anfangen, mein Haus renovieren zu wollen, dann ist Schluss! Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Wunderbar! Zum Schluss habe ich jedes Wort deutlich verstanden. Donnerwetter. Mit der Rede hätten Sie die letzte Wahl gewinnen können. Ach, Sie finden das lustig? Dann werde ich andere Maßnahmen ergreifen. Ist ja gut. Ich räume alles wieder so ein, wie es vorhin war, ja? Jetzt hören Sie auf, hier rumzubrüllen. Die Kleine ist schon wieder aufgewacht. Heinrich! Das ist Weihwasser. Aus Not. Ja, Hölle. Verbinden Sie mich mit der Mutter Oberin? Das heißt mal heute. Ja, wieso? Sie sagt noch eine Woche, das ist heute. Ich habe keine Lust, mich länger hinhalten zu lassen. Also richten Sie Ihre Chefin aus, wenn sie sich nicht spätestens in 2 Stunden bei mir meldet. Kann sie die Leichen Ihrer Mitschwester bei mir abholen? Ende. Ah, Herr Wöller. Mir ist ein kleines Missgeschick mit Ihrer Unterwäsche passiert. Ich hoffe, Sie mögen Rosa. Seit wann waschen Sie denn meine weiße Unterwäsche mit Buntwäsche? Ja, wie denn sonst? Etwa mit unseren Sachen? Also, ich fahre jetzt in den Ochsen, um was Anständiges zu essen. Und wenn ich zurückkomme, möchte ich keinen Schwarz mehr sehen. Was hat er denn? Eine Krise. Lange hält er nicht mehr durch. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Mutter Oberin in Rom ist. Ich auch nicht. Ich glaube, Schwester Hildegard hält uns nur den Rücken frei. Grüß Gott, Herr Wöller. Sie mich auch. Wie bitte? Vergessen Sie es.
Ging alles gut mit der Kleinen? Herr Wöller war so komisch. Ja, ist das Mädchen wieder aufgetaucht? Nein, nein, nein! Ich brauche kein Hörgerät. Den Wöller habe ich sehr gut verstanden. Ihr nuschelt nur also. Lotte, nun sprich doch mal ein Machtwort. Alle kritteln an mir rum. Nicht jetzt, Felicitas. Na, alles klar? Leider nein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Na, Süße? Schlafen ist nicht, aber wenigstens plärt sie nicht mehr. Es ist schon nach 5. Und seit 7:30 ist sie verschwunden. Und du weißt nicht, warum und weshalb? Die Kleine will's euch nur zeigen. Ach, Sophie. Mich kann sie auch nicht leiden. Aber warum? Kann ich sie mal unter 4 Augen sprechen? Ja, natürlich. Komm. Was sollen denn die Heimlichkeiten? Ich denke, ihr seid die allerbesten Freundinnen. Ja, aber das ist privat. Max und ich, also, wir lieben uns. Das ist ja nicht zu übersehen. Das Problem ist nur, seine Tochter ahnt es. Oder vielleicht weiß sie es auch schon. Und ich habe einfach Angst, dass sie deswegen abgehauen ist. Aus Protest oder Eifersucht. Was sagt denn der Vater dazu? Der sieht das alles locker. Sie hat wohl schon früher mal die Schule geschwänzt. Und er dachte, sie ist bei dem Sohn von ihrem Biolehrer. Aber da bin ich vorbeigefahren. Da ist niemand zu Hause. Ich fürchte einfach, dass da mehr dahinter steckt. Wir sollten Wachtmeister Meier verständigen. Vielleicht entdeckt er sie ja auf seiner Streife. Ich glaube, das wäre Max nicht recht. Aber wenn ich die Kleine noch ein paar Stunden hier lassen könnte, dann suche ich weiter. Ich habe zwar heute Abend einen Termin bei der Oppositionsfraktion, aber ein paar Stunden könnte ich schon rausschinden. Das wäre toll. Ja, Willi, ich bin noch dran. Ja, jetzt hab ich nicht so, ja? Deine vergammelten Hotelzimmer, die steht doch sowieso meistens leer. Dann kannst du doch wenigstens die Nonne unterbringen. Ja, gegen Bezahlung natürlich. Ja, das kenne ich. Und dann renne ich monatelang meinem Geld hinterher. Du schützt mir sowieso schon über 2.000 fürs Catering von deiner Betriebsfete. Catering nennst du das? Diese verhunzelten Bratwürste und die paar Butterbrezen. Also pass auf, die 2.000 und die Logis von den Nonnen übernimmt die Gemeinde. Aber zuerst will ich Kohle sehen. Bar auf die Kralle, sonst läuft gar nichts. Also gut, dann quartiere ich eben die Asylanten bei dir. Ich weiß sowieso nicht, wo ich hin soll mit diesen armen Schweinen. Das ist ja wohl das Allerletzte. Willi, was habe ich dir denn getan? Ich muss diese verdammten Nonnen loswerden. Weil sonst werde ich vor der Grundsteinlegung noch verrückt und muss ins Irrenhaus. Da kehrst du sowieso hin. Was? Ein für alle Mal. Bei mir ziehen keine Nonnen ein. Weil das schlecht ist fürs Geschäft, wenn die da überall umeinanderlaufen mit ihren schwarzen Kutten. Da kommt ja keine Stimmung auf. Aha. Wenn das so ist, dann sag ich dir Folgendes. Wenn das Kongresszentrum steht und wenn die Schankkonzession vergeben wird, kannst du dich ganz hinten anstellen. Hermann. Sag mal, hast du das der Presse wirklich so gesagt? Was? Ja, hier. Mit dem Bau kann erst begonnen werden, wenn die Bürger von Kaltental die Pläne eingesehen und für gut befunden haben. Ja, klar habe ich das gesagt. Aber ich meine, du weißt, ich weiß, welcher Architekt den Zuschlag bekommt. Müssen die doch nicht spitz kriegen, oder? Ja gut, ich wollte nur noch mal fragen, bei dir weiß man ja nie. Was darf sein? Ja, Erika, ein Weißbier bitte. Ja, Hermann, was anderes. Die Nonnen, das ist kein Zuschlag mehr. Ich wohne jetzt sozusagen über eine Woche in diesem Damenkonvent. Das muss ein Ende haben, entweder die oder ich. Nachdem diese Knalltüte von Willi... Wer? Ja, du. Mit seinem Zimmer nicht rausrücken will? Ja, ja. Ja, ja. Bleibst nur noch du übrig. Was, ich? Mhm. Ja, sag mal, du hast sie wohl nicht mal alle. Ja, ich schon, aber die Nonnen nicht. Ein paar Tage müsste ich bei dir unterschlüpfen. Bis die Mutter Oberin alles wieder ins Rot bringt, ne? Hermann. Also wirklich. Allein bei dem Gedanken, dass du auf meiner Couch sitzt, während ich abends fix und fertig von der Arbeit komme, wird mir richtig schlecht. Na, hör mal. Das Gleiche würde ich für dich tun. Bei dem Gedanken wird mir noch schlechter. Aber ich will mal nicht so sein. Du könntest mal eine Datscha haben. Was? Naja, ich habe doch dieses Jagdhaus aus der Konkursmasse von dem pleitegegangenen Rollladenbauer. War zwar ewig nicht mehr da, aber ein Bett ist drin, eine kleine Küche ist auch da. Fernseher gibt es natürlich keinen. Egal. Besser als unter den Brücken, ne? Hermann. Ja? Das werde ich dir nie vergessen. Na?
rein, oder? Und wie kommen wir rein? No Problem. Oh, weißt du das? Die hat mal den Besitzer einer Rollladenfirma gehört. Mein Vater hat ihr ab und zu übers Wochenende Pflanzen gesammelt und gepresst für den Biounterricht. Oder Käfer und so ein Kram. Sehr, sehr. Strom gibt's keinen hier. Dafür aber überall Petroleumlampen und Kerzen. Nein, lass zu. Vom Weg aus kann man uns sehen. Ich mach hinten auf. Wenn du aufpasst. Und ich komme jeden Tag nach der Schule vorbei und bring dir was zu essen. Das ist deine Mutter? Wann ist sie gestorben? Vor 2 Jahren. Am 17. März ist sie beerdigt worden. Sie haben sie verbrannt und in eine Vase getan. Das Grab ist ganz klein. Wie von einem Kind. Und du glaubst echt, dass dein Vater was mit der Neuen hat? Am Abend, wenn Jakob und ich im Bett sind, sagt er immer, er geht was trinken. Aber ich glaube, er geht zu ihr. Das heißt aber noch lange nicht, dass er sie heiratet. Mein Vater ist auch fremdgegangen, mit der Referendarin, im Schullandheim. Trotzdem ist er bei meiner Mutter geblieben. Das ist was anderes. Das macht ihr doch keine Vorwürfe. Wenn überhaupt, dann hätte er mit ihr reden müssen. Nein. Ich bin schuld. Und wenn Rebecca zu Hause sein sollte, dann sage ich ihr, dass ich gehe. Barbara! Ich hätte Max nicht nachgeben sollen. Ich weiß nicht, ob ich ihn so liebe, wie er mich. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich nicht einfach nur ein Zuhause suche für meine Tochter und mich. Jetzt schütte mal das Kind nicht mit dem Bade aus. Das Mädchen muss begreifen, dass der Vater ein Anrecht auf ein eigenes Leben hat. Aber Herr Möller, wo gehen Sie denn jetzt hin? Dahin, wo es im Umkreis von 10 Kilometern keine Nonnen gibt. Sie ziehen aus? In der Tat. Und fragen Sie nicht, wohin, weil ich Ihnen das nämlich nicht sagen werde. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass mich das interessieren könnte. Ich will Ihnen sagen, dass ich jetzt ein Gespräch mit der Oppositionsfraktion führen werde. Und ich bin mir sicher, dass ich Herrn Lehmann von meiner Alternative überzeugen kann. Das Kloster und Kongresszentrum betreffend. Was? Und fragen Sie jetzt bitte nicht, welche Alternative, weil ich Ihnen das nämlich nicht sagen werde. Blöffen doch nur. Alternative, lächerlich. Ja, Hermann, ich bin schon unterwegs, jetzt nerv nicht. Also, mit Hermann kann ich nicht dienen. Hier spricht Frau Reuter. Oh, Entschuldigung, ich dachte, der Herr Huber. Ja, vergessen Sie es. Aber viel wichtiger ist, dass Sie mich zurückrufen. Ja, ich nehme an, dass Ihre Assistentin Sie über diese wirklich untragbaren Umstände hier vor Ort informiert hat, ja? Ja. Inwiefern? Ja, inwiefern? Insofern, dass mein Eigenheim von Schwester Lotte und ihrer Truppe besetzt wurde, ja? Und ehrlich gesagt hätte ich von Ihnen erwartet, dass Sie Ihren Besuch in Rom abgebrochen hätten. Papst hin oder her. Ich werde mich selbstverständlich darum kümmern. Herr Wöller, im Augenblick geht es mir um etwas Dringenderes. Ich habe mit seiner Exzellenz Bischof Roßbauer gesprochen und er ist mit mir der Meinung, dass wir das Angebot der Gemeinde von 4 Millionen unter gewissen Auflagen akzeptieren könnten. Ja, darüber lässt sich natürlich reden. Aber erst, wenn Sie dafür Sorge getragen haben, dass ich wieder in meinem eigenen Bett schlafen kann. Und jetzt müssen Sie mich bitte entschuldigen. Ich bin mitten in einer wichtigen Besprechung mit unserem Architekten. Vielleicht rufen Sie mich morgen im Rathaus an. Ja. Jawohl. Schwester Hildegard, ich bin ein wenig irritiert, aber Sie können mir vielleicht eine Erklärung dafür geben, dass ich soeben von Herrn Wöller erfahre, dass ich in Rom war. Ich höre. Ich
Ich wollte Sie nicht mit Herrn Wöllers ständigen Anrufen belästigen. Aha. Ich dachte, es gehört zu meinen Aufgaben als Ihre Assistentin, die Anrufe vorzusortieren. Vorzusortieren? Sie meinen, mich im Glauben zu lassen, dass in Kaltental alles bestens sei, während in Wirklichkeit Schwester Lotte Herrn Wöllers Haus besetzt und was weiß ich noch alles treibt. Es tut mir leid, aber... Aber was? Nichts. Sie werden verstehen, dass ich das nicht akzeptieren kann. Und da meine bisherigen Versuche, Ihnen Ihre selbstherrlichen Entscheidungen abzugewöhnen, gescheitert sind, werde ich mir etwas anderes einfallen lassen müssen. Verbinden Sie mich mit Julia Seewald. Ja, Seewald? Ah, bei Wöller? Schwester Hildegard, was ist passiert? Warum weinen Sie? Die Mutter Oberin? Mich? Aber warum? Hat Lotte gesagt, wann sie zurückkommt? Was? Schwester Lotte! Hat sie gesagt, wann sie fertig ist im Rathaus? Nein. Aber warum brüllst du so? Die Mutter Oberin hat angerufen. Ich soll meine Sachen packen und sofort nach München kommen. Was? Warum denn? Ich weiß nicht, aber irgendwas ist faul. Schwester Hildegard hat am Telefon geheult. Oh Gott, jetzt ist es passiert. Ich muss los, wenn ich den 19:20-Zug noch erwischen soll. Hat sie sonst noch was gesagt? Nein. Und Sie glauben, Sie kriegen das bei Ihrer Mutter Oberin durch? Ihr wird es genauso gehen wie Ihnen. Mein Konzept hat Hand und Fuß, oder? Selbst wenn es nicht klappen sollte, es wird Wöller und Konsorten ganz schön ins Schwitzen bringen. Es muss einfach klappen. Es sei denn, der liebe Gott hat etwas anderes vor. Aber das glaub ich nicht. Bislang ist er immer an meiner Seite gestanden. Danke, Herr Lehmann. Bitte, bitte. Grüß Gott, Herr Meier. Gut, dass ich Sie noch erwische. Ich war gerade bei den Bachmanns. Ist das Mädchen wieder aufgetaucht? Nein. Und für eine groß angelegte Polizeiaktion ist es auch noch zu früh. Und dann ist es Nacht. Ich habe jedenfalls den Kollegen ihre Beschreibung durchgegeben und die halten die Augen auf. Aber warum ich Sie sprechen will... Der Herr Bachmann wirkte etwas zugeknöpft und seine ihre Ex-Nonne... Barbara? Ja, hat nur geheult. Was geht da eigentlich vor? So ein Kind läuft doch nicht einfach so weg von zu Hause, es sei denn, da stimmt was nicht. Sie haben vollkommen recht. Ihre Mutter ist vor 2 Jahren gestorben und so eine Trauerarbeit dauert einfach. Aber ich bin mir sicher, sie ist bei irgendeinem Klassenkameraden untergeschlüpft und taucht bestimmt morgen wieder auf. Na, Ihren Optimismus möchte ich haben. Das ist kein Optimismus. Das ist Gottvertrauen. Eine Luxusherberge ist es ja nicht gerade, aber... Für eine Nacht wird's reichen. Morgen steht die Mutter Oberin wieder auf der Matte und zeigt ihren Darm, wo es lang geht. Na, hoffentlich. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn der Schlüssel? Mach keine Witze. Nee, aber der hing immer hier. Na bitte. Tag der offenen Tür. Muss dieser Bio-Heini gewesen sein. Dabei habe ich im Ausdruck untersagt, hier zu kampieren. Aber hier mieft's ja. Ist ja nicht auszuhalten. Dafür schläfst du aber hier wie ein Toter. Außer Rehen, Hasen und ein paar Waschbären wirst du hier nichts hören. Na, wenigstens die hat er nicht gefunden. Hol ich aber die Pizza und den Rotwein. Ja, klar.
Vorsicht! Heiß! Mach doch mal den Tisch frei. Oh. Vorsicht. Ja, ja. So. Okay. Oh. Also, Wolfi, wenn ich mich hier so umsehe, dann muss ich feststellen, dass ich viel zu wenig ausspanne. Aber eins sage ich dir. Sobald das Kongresszentrum fertig ist, ist Schluss. Ich habe genug auf der Seite. Was soll das heißen? Du hast genug auf der Seite. Du hast doch bei deinem Bankrottstein und geschworen, bei dir ist nichts zu holen. Sag mal, Wolfgang, hältst du mich eigentlich für bescheuert? Das läuft da alles über die Firma meiner Frau. Was? Deine Frau hat eine Firma? Ja, natürlich. Dir gehört alles, das Haus, sogar der Wagen. Also ihr Kapitalisten seid wie die Fettaugen in der Suppe. Ihr schwimmt immer oben. Krieg's nicht. Mach du mal. Ja, warte. Ja, das gibt's ja nicht. Und mein Teddy hat sie auch mitgenommen. Was? Und mein Teddy hat sie auch mitgenommen. Ja, weil er mal ihr gehört hat, als du noch ganz klein warst. Ohne mein Teddy kann ich nicht schlafen. Ich lese dir eine Geschichte vor. Ich geh schon. Guten Abend, schön, dass Sie noch vorbeigekommen sind. Ja, ist doch selbstverständlich. Na los, komm rein und sag guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe schon die ganze Stadt abgesucht nach ihr. Alle Freunde angerufen, aber... Also ich habe mein Pulver verschossen. Entweder er weiß wirklich nicht, wo sie ist, oder er ist ein noch besserer Lügner als Pinocchio. Ja, kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Nein, nein, danke. Werner muss auch allmählich ins Bett. Verstehe. Ja, Werner, hör mal. Wir zwei waren auch mal jung wie du. Also wir haben auch gedacht... Alle Erwachsenen sind total blöd und verstehen überhaupt nichts. Das stimmt ja auch zum Teil. Aber das ist jetzt was anderes. Rebecca ist erst 12, auch wenn sie nicht so aussieht. Und du kannst mir glauben, ich habe sie mindestens genauso gern wie du. Und ich habe Angst, dass ihr etwas passiert ist. Also wenn du weißt, wo sie ist, dann sag's mir bitte. Werner, jetzt red schon. Du oder du wirst mich richtig kennenlernen. Lass mir, das ist schon okay. Ich glaube, Werner hat genau verstanden, worum es geht. Also... Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Die ist schuld. Und sie, nicht ich. Und jetzt will ich gehen. Werner! Schon gut, schon gut. Er weiß, wo sie ist. Das ist besser als diese Ungewissheit. Barbara! Entschuldigung. Ja, ja, kein Problem. Wir finden den Weg. Tut mir leid. Barbara, bitte. Du hast sie noch gehört. Es ist besser, wenn ich gehe. Nein, damit ist niemandem geholfen. Dir nicht, mir nicht und Rebecca schon gar nicht. Und was mit Jakob, der dich mag? Ich werde nie so sein wie ihre Mutter. Das musst du auch nicht. Du bist, wie du bist und ich liebe dich. Das wird Rebecca begreifen. Vielleicht nicht heute und nicht morgen. Aber sie sehnt sich so sehr nach einer Mutter. Und vielleicht ist das der Grund, warum sie abgehauen ist. Nicht wegen dir, sondern weil sie ein schlechtes Gewissen hat ihrer Mutter gegenüber. So wie ich am Anfang. Wie meinst du das? Sie hat das Gefühl, dass sie ihre Mutter verrät, wenn sie dich akzeptiert oder sogar gern hat. Sag mal, kannst du noch fahren? So viel kann ich gar nicht trinken, dass ich nicht mehr fahren kann. Ja, völlig. In Europa gehen die Lichter aus. Okay. Aus! Blödes. Fahr nicht gegen Baum. Bis morgen. Bis morgen. Oh, ich bin müde. Was ist das? Na du? Haben sie dich zu Hause auch rausgeschmissen? Ach ja.
Was ist los, Hermann? Wen haben wir denn da? Ich hätte das alles nicht tun sollen. Aber jetzt nach München gehen und alles aufgeben, was wir hier erreicht haben. Ja, aber jetzt helf mir bitte raus aus dem Schlamassel. Apropos Schlamassel. Bring uns bitte diese Rebecca wieder zurück. Das kannst du doch Barbara nicht antun. Hm? Agnes? Ich kann nicht schlafen. Dreht sich alles in meinem Kopf. Das kenne ich. Was soll denn nun werden, Lotte? Wo die Not am größten ist, ist Gott am nächsten. Woher nimmst du nur immer diese Zuversicht? Ich tue ja nur so. Aber noch eine gute Nachricht. Das Gespräch mit Lehmann ist viel besser ausgefallen, als ich gedacht habe. Und wenn die Mutter Oberin jetzt noch von meiner Idee begeistert ist, dann sind wir gerettet. Was für eine Idee? Hä? Den Spieß einfach umdrehen. Jetzt geht ihr schlafen. Und alle Leute glauben, wir Nonnen haben ein ruhiges und beschauliches Leben ohne Kummer. Ja, Sauerampfer. Was hat Barbara Ihnen erzählt heute Mittag? Was sie gesagt hat? Es wird schon einen Grund haben, warum sie das mir sagt und nicht dir. Naja, ich kann es mir schon denken. Wahrscheinlich hat sie mal wieder Angst vor ihrer eigenen Courage. Nicht jeder nimmt immer alles so locker wie du, Sophie. Ist ja gut. Wenigstens hat sie dann jemanden, wenn wir alle nach Köln gehen. So, wir sind da, aussteigen. Jetzt mach keinen Terror. Das sind alles liebe, nette Nonnen, die werden sich jetzt um dich kümmern. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Also, geht doch. Rebecca, endlich. Sie kennen sie? Ja, sicher. Da wird sich der Papa aber freuen. Wo haben Sie sie denn gefunden? Er hat mich in seine Jagdhütte gefahren. Und da hat er sich ausgezogen. Was? Ja, fragen Sie ihn doch. Er hat karierte Unterhosen. Das musst du schon richtig erzählen. Du hast dich in der Jagdhütte versteckt und dabei hast du mich beobachtet. So war's. Diese Kinder von heute sind zum Fürchten. Wir sind eigentlich Ihre Eltern. Gute Nacht, Herr Böller. Und vielen Dank. So, jetzt komm. So, komm, jetzt rufen wir erstmal bei dir zu Hause an. Ich will nicht nach Hause. Auch gut, aber anrufen tun wir trotzdem. Ich muss doch deinem Vater und Barbara sagen, dass du heil wieder aufgetaucht bist. 86 oder 87? Na? 7. So. Die haben dich schrecklich lieb. Die haben dich ganz furchtbar vermisst. Mich hat keiner lieb. Und das brauche ich auch nicht. So ein Quatsch. Ja, bei Bachmann? Sie ist wieder aufgetaucht. Sie ist bei Schwester Lotte. Wir kommen gleich. Das heißt, vielleicht ist es besser, Max holt sie alleine ab. Kann ich sie sprechen? Dein Vater möchte dich sprechen. Nein. Sie will sie nicht sprechen. Was mache ich jetzt? Wir sind in 10 Minuten da. Und du kommst mit. Findest du das gut? Ja, das finde ich gut. Ja.
Und wenn du ihr jetzt noch helfen könntest, darüber hinwegzukommen, dass sie keine Mutter mehr hat, das wäre gut. Barbara und ihr Max. Ein Mann. Es ist besser, wenn Sie sie schlafen lassen, nach all dem, was sie durchgemacht hat. Morgen früh holst du sie ab und redest mit ihr von Frau zu Frau. Hermann, nicht so laut, Menschenskind! Wo ist sie? Was haben Sie mit ihr gemacht? Da schau her. Du bist wohl ihr Freund, was? Wo ist sie? Nun reg dich mal ab, Romeo. Sie bei Nonnen abgeliefert. Nonnen? Wahrscheinlich ist sie schon längst zu Hause und ihr Vater zieht ihr die Ohren lang. Was für Nonnen? Eins nach dem anderen. So, wer bist denn du eigentlich? Musst du nicht längst in der Schule sein? Hab einen Attest. Und was ist mit Schule? Max schreibt dir eine Entschuldigung. Und am Wochenende fahren wir zum Chiemsee zu eurem Onkel Frieder. Na, das ist doch toll. Und vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Mhm. Danke, Schwester Lotte. Bitte, bitte. So, das hätten wir. Was ist jetzt los? Rebeccas Rad fehlt noch. Mein Gott, Kinder, was denkt ihr euch nur dabei? Ja, in einer halben Stunde habe ich Gemeinderatssitzung. Ich muss mich noch umziehen. So, was mit an? Zieht es hoch, ja. Ganz hinten rein. Vorsichtig, keine Kratzer. So. Okay. So, mach nicht so ein Gesicht. In 10 Jahren wirst du mir auf Knien danken. Frauen sind der Untergang von uns Männern. Von alleine wärst du bestimmt nicht auf so eine bescheuerte Idee gekommen. Los, steig ein. Jesus Christus. Schön wär's. Was Sie sich geleistet haben, trägt wohl kaum zum Lobe des Herrn bei. Was haben Sie sich dabei gedacht? Bei einem Mann einzuziehen mit dem gesamten Konvent? Ich dachte, es wäre eine gute Idee. Aber mittlerweile bin ich auch nicht mehr so überzeugt davon. Ich will es kurz machen. Ich habe einen Termin mit Herrn Wöller im Gemeinderat, wo ich unsere Bedingungen für den Verkauf von Kloster Kaltental unterbreiten werde. Eine der Bedingungen wird sein, für Sie und Ihre Mitschwestern eine Alternative zu finden. Hier am Ort. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich Sie alle nach Köln versetzt. Aber es ist der ausdrückliche Wunsch von Bischof Roßbauer, dass Sie in der Gemeinde verbleiben und hier weiter Ihren Dienst tun.
Schwester Hildegard wird die Aufgaben von Frau Seewald übernehmen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrem neuen Arbeitsbereich und ich hoffe, dass Sie in absehbarer Zeit mehr Verständnis für meine Entscheidung aufbringen können. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Moment, jetzt muss ich aber trotzdem noch etwas sagen. Schließlich bin ich an allem schuld und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich auch Fehler gemacht habe, aber ich war ja nicht untätig in der Zwischenzeit. Es ist mir gelungen, die Fraktion von der Opposition von einem Konzept zu überzeugen, das nicht nur uns, sondern auch der Gemeinde zugutekommt. Und ich wollte das eigentlich heute in der Gemeinderatssitzung zur Diskussion und Abstimmung bringen. Konzept? Ja, es hat nur 10 Seiten. Und Sie müssen es lesen vor dem Gespräch mit Herrn Wöller. So, ich muss. Ja, Sie müssen. Na gut. Und Sie halten sich vom Rathaus und von Herrn Wöller fern. Aber und zwar in einem Abstand von mindestens 1000 Metern. Jetzt nimmst du nicht so zu Herzen. Spätestens 4 Wochen bist du wieder im Mutterhaus. Julia ist zwar eine clevere Geschäftsfrau, aber die Mutter Obring kann ja gar nicht mehr ohne dich. So, da ist noch so einer, der nicht sagen will, wie er heißt, aber ich bin sicher, Sie wissen auch, wo der hingehört. Los, wir laden dein Fahrrad aus, fass mal mit an. Anheben. Alles gut. Das andere Fahrrad fährt der Kleine. Ich bin direkt gerührt von Ihrer Anteilnahme und Engagement. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich Sie nachher im Gemeinderat auseinandernehmen werde. Ich werde nicht da sein. Was? Aber die Mutter Oberin ist da. Und die wird Sie auseinandernehmen allenfalls. Ach, die ist hier. Und auf dem Weg ins Rathaus. Und wo ist Rebecca? Zu Hause. Und du radelst jetzt in die Schule und wenn du Glück hast, merkt dein Vater nichts. Ich hab mal Test. Rebecca, bitte jetzt sag doch was. Ich meine ja nur, dass du recht hast. Ich werde nie so sein wie deine Mutter. Aber eine Freundin kann ich doch sein, oder? Und das Max und ich. Weißt du, der Vater von meinem Baby, mein Martin, der ist mir auch genommen worden und liegt auf dem Friedhof. Ich weiß also, wie das ist, wenn man jemanden verliert, den man liebt. Wenn man sich plötzlich so alleine fühlt. Und dass dein Vater und ich uns kennengelernt haben, das ist fast ein Wunder. Kannst du nicht verstehen, dass wir uns brauchen? Und dich habe ich doch auch gern. Rufen Sie bitte Schwester Lotte an. Sie soll sofort ins Rathaus kommen. Wenn ich es Ihnen sage, es ist niemand da. Na, es sei denn, sie ist gleich in den Sitzungssaal. Moment. Ja, das ist sie. Alles klar. Grüß Gott, Frau Reuter. Grüß Gott, Frau Laber. Der Herr Bürgermeister lässt sich entschuldigen. Er ist auf dem Weg hierher. Darf ich Ihnen einen Kaffee machen? Nein, danke. Was ist denn mit Ihrem Arm? Eine Zerrung. Aber wenn ich telefonieren dürfte, wäre ich sehr dankbar. Ja, gerne. Sagen Sie mir die Nummer. München 233-0448. Danke. Guten Tag, Reuter. Ich habe eine Bitte. Ich werde Ihnen jetzt ein Fax von 9 Seiten zuschicken. Wenn Sie das bitte gleich Dr. Waldgruber vorlegen würden, mit der Bitte, mich umgehend zurückzurufen, unter der Nummer... Ach, Sie haben sie auf dem Display. Wenn ich da noch um Ihre Faxnummer bitten dürfte. 347. Ich bedanke mich. Ah, Frau Reuter.
Was haben Sie denn gemacht? Eine Zerrung. Das ist eine Freude, dass wir endlich zu Potte kommen. Ich meine, ins Geschäft. Das wird sich erweisen. Was? Wollen wir das nicht nachher im Gemeinderat erörtern? Ich erwarte nur noch einen Anruf. Herr Meier, ich hab's eilig. Ich muss ins Rathaus. Ich wollte doch nur wissen, ob sich das Mädel wieder eingefunden hat. Hab ich etwa vergessen, es Ihnen zu sagen? Also ist sie wieder da? Ja, alles im Lot. Gut. Jetzt fahren Sie halt zu! Alles wird auf mein Kommando, setzt euch. Ihr rutscht eins runter, wir kriegen Besuch. Position? Macht doch nichts. Ich muss doch schreiben. Du kannst auch da unten schreiben. So, es dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass die Mutter Oberin im Haus ist. Sie telefoniert gerade mit ihrem Anwalt, um uns dann nach allen Regeln der Kunst einzuseifen und 4 Millionen aus uns herauszuleihen. Wo ist eigentlich der Lehmann? Also wurscht. Jetzt heißt es, jegliches oppositionelles Geplänkel wegzulassen, wie ein Mann zusammenzustehen. 2 Millionen, mehr gibt's nicht. Ja, ist es klar? So, jetzt sind die am Drücker. Ne? Die sollen überhaupt froh sein, dass sie jemanden gefunden haben als Käufer für diese Ruine. Habe ich was verpasst? Ivo. Haben Sie es gelesen? Ja. Und von Dr. Waldgruber prüfen lassen. Er meint zwar, dass Ihre Finanzierungsideen etwas zu optimistisch kalkuliert sind, aber insgesamt hält er Ihr Konzept für durchaus realisierbar. Danke. Hier, ich möchte, dass Sie den Herrn Ihr Konzept verkaufen. Aber warum ich? Schwester Lotte, wenn Sie noch einmal aber sagen, wenn ich etwas entscheide, dann weiß ich nicht, was ich tue. Aber es wird Ihnen sicher nicht gefallen. Aber, Entschuldigung. Ah, da sind wir ja. Bitte nehmen Sie Platz, Schwester Oberin. So, ich habe mir erlaubt, die Herrschaften zu informieren. Wir sind alle sehr gespannt auf Ihr Angebot. Danke, Herr Bürgermeister. Bitte sehr. Gott zum Gruß, die Dame, die Herren. Gott sei Dank. Ja. Eigentlich hatte ich vor, dem Kleinkrieg und dem Gerangel um Kloster Kaltental durch den Verkauf ein Ende zu bereiten. Nun hat sich aber, sozusagen in letzter Sekunde, eine alternative Lösung aufgezeigt, von der ich glaube, dass sie unser aller Zustimmung finden wird. Bitte, Schwester Lotte. So grundlegend anders ist unsere Lösung gar nicht, von der die Herr Wöller seit Monaten mit aller Gewalt durchzusetzen versucht. Das Kongresszentrum soll gebaut werden. Dafür sind wir auch. Jawohl. Endlich kommen Sie zur Vernunft. Mit einer kleinen Variante allerdings. Wir werden bauen. Das heißt, der Orden. Wie bitte? Der Orden befindet sich in einer diffizilen finanziellen Situation. Und wir sind der Überzeugung, dass wir uns grundsätzlich besser stellen, wenn wir nicht verkaufen, sondern das Projekt in eigener Regie durchziehen. Ja, aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Frau Reuter. Warum nicht, Herr Wöller? Die Gemeinde bekommt mehr Arbeitsplätze durch den Bau und Betrieb der Anlage und die Geschäfte der Stadt mehr Umsatz. Der einzige Unterschied ist, dass nicht du und deine diversen Lobbyistenfreunde das Geschäft machen, sondern der Orden. Richtig. Das heißt, indirekt profitieren die Steuerzahler und alle, die von den Werken und Einrichtungen des Ordens Gebrauch machen. Wenn Ihnen wirklich etwas am Gemeinwohl liegt, Herr Wöller, dann sollte Sie eigentlich dieser neue Aspekt erfreuen. Wolfgang, Herrgott noch mal! Nun denn. Keine Antwort ist auch eine Antwort, wie es heißt. Ich gehe schnell hinterher. Herr Böller? Herr Böller! Ich wollte Ihnen nur
Hirten vom Ochsen eine Verabredung getroffen. Wir können bei ihm wohnen. Mein Gott. Ich tue das doch nicht nur, um Sie zu ärgern. Es geht um unsere Existenz, unsere Daseinsberechtigung. Und um was, glauben Sie, geht's mir? Na ja, ums Geschäft, oder? Und um was geht es Ihnen? Nur um den lieben Gott? Ja.